Und jetzt so schnell wie möglich die Striche raus. Genau. Was ist das? Ja, danke schön für die Einladung. Schönen Nachmittag allen zusammen. Schön, dass ich wieder mal da bin. Ich war vor Jahren einmal, haben wir schon eine Projekte gemacht da. Und durch Corona, ja, ist das, ich kenne es ja eh alles, ist das ein bisschen hinten umgekommen, aber jetzt starten wir seit Jänner wieder durch. Das Projekt heißt Lebenskunst Altern. Ja? Ihr seht es da, oder? Lebenskunst Altern ist ein Generationenprojekt. Warum Generationenprojekt? Weil eben jung und alt zusammenarbeiten sollten. Gell? Also Omas, Opas, Eltern, Kinder, alle zusammen diese Generationen einfach verbinden. Gell? Das ist der Hintergrund und dieses Projekt gibt es seit 2014 und das wird vom Land her bezahlt. Ich habe es eingereicht und die haben es für gut empfunden und seit 2014 läuft das Projekt kärntenweit. Ja? Ja, wir machen verschiedene Projekte, wir machen Mollworkshops, wir machen Fotografie, wir machen auch große Wandgestaltungen, wir machen Brunnen, wir machen sehr viel, wo eben die Kosten eben auch das Land Kärnten übernimmt. Gell? Und das kostet wirklich sehr viel Geld im Jahr und das ist ganz, ganz toll, dass das Land da noch Mittel hat, Gelder hat für solche Projekte. Gell? Es sind bis jetzt 33 Gemeinden kärntenweit dabei. Gell? Also von Reichenfels bis Oberkern bis Gmünd. Und das ist auch ganz toll, da komme ich auch vom Atelier ein bisschen raus. Jetzt sind wir gleich beim Atelier. Also ich habe da verschiedene Ateliers. Gell? Erstens auf der Backhoben, da habe ich ein Almhaus, da habe ich ein Atelier. Dann habe ich in der Stadtpfarrkirche drinnen in Wolfsberg gibt es die größte Kirche, das ist die Stadtpfarrkirche. Da habe ich ganz oben im Turm ein Atelier. Gell? Und wenn ihr mal wollt, so einen Ausflug machen, dann kommt mal vorbei und schaut euch das an. Da muss man 141 Stufen aufgehen. Oben gibt es die alte Turmwächterwohnung. Das ist 30 Quadratmeter und da haben in den Ende der 60er Jahren 5 Leute gelebt. Gell? Die Familie mit Kindern. Die haben oben kein fließendes Wasser gehabt, kein Klo. Genau, die haben immer müssen, die ganze Familie immer auf und ab laufen. Immer 141 Stufen. Ja? Und oben gibt es eine Plattform, gibt es eine Plattform, wo man rausgehen kann, da kann man rund um die Kirchen gehen und das ist ganz toll, auch eine Aussicht. Da sieht man sogar bis da oben nach St. André. Ja? Man sieht wirklich bis zur Betzen, man sieht da wirklich, wenn du mal vorbeikommst, dann zeige ich euch das Atelier und du kannst dann oben einmal schauen. Und da bin ich auch oft in der Nacht oben und tu da arbeiten. Ja, und da mal, das ist wirklich ruhig oben und das ist ganz toll. Gell? Es braucht keine Angst haben. Wir tun nicht rechnen, wir tun nicht schreiben. Heute brauchen wir nichts was denken. Gell? Geht ganz einfach. Ja, jetzt könnt ihr einmal entspannen, einmal so richtig locker. Heute braucht es nichts lernen. Gell? So richtig einmal durchatmen. Wir sehen, es geht so richtig locker. Gell? Also ich habe euch heute mitgebracht. Bitte. Genau, heute machen wir es gleich. Ich habe euch mitgebracht, was auch die Künstler haben zum Malen. Gell? Das sind so Leinenpappen. Gell? Das ist also eine Pappe, ein Pappendeckel und da ist eine Leinen oben. Gell? Und das nehmen die Künstler auch zum Malen. Das ist grundiert gell? Und das gibt es auch größer. Bitte. Ich habe auch riesige für meinen Papa mitgebracht. Ja, super. Gell? Und heute kriegt jeder so eine Pappe, auf den werden wir dann malen. Und dann kriegt jeder noch, das ist Aquarellpapier. Gell? Da gibt es eine glatte Seite und eine grobe und auf der groben Seite machen wir dann auch noch ein Bild. Gell? Da kannst du ein Hochformat, Querformat, kannst du nehmen, wie es wollt. Ich zeige euch dann vor. Und dann gibt es noch die, ich zeige euch nur, was es noch gibt. Wer kennt denn das? Das Papier wird noch nicht frei sein. Nein, nehmen wir mal Holzgestell, genau. Wo auch so ein genau, wie heißt denn das? Das sind so Keile, wie heißt denn das? Da sagt ja schon der Name. Keil. Rahmen. Genau. Und da, was ihr seht, das ist eine Leine, das ist das gleiche, was da oben ist. Gell? Da ist es aufgeklebt und da wird es gespannt mit diesen Keilen. Gell? Deswegen der Keilrahmen. Gell? Eine Leinwand. Das gibt es auch, aber in verschiedensten Größen. Da habe ich
zum Beispiel noch Bilder im Atelier. Da ist eins 5 Meter mal 1,50 Meter. Ja? Also 5 Meter, kann man sagen, vom Eckhummer bis zur Tür da. Ja? So ein großes Bild. Also man kriegt da wirklich sehr große Leinwände. Ja? Nicht nur so kleine. Und jetzt schaut mal zu, ich zeige euch das. Und dann werden wir gemeinsam starten. Ja? Wichtig ist einmal, dass man hinten den vollen Namen aufschreibt, dass wir wissen, wen gehört das Bild. Gell? Dass man lesen kann. Und vorne rechts, da werden wir signieren. Heute seid ihr Künstler. Gell? Und da schreiben wir rechts den Künstlernamen auf. Gell? Vielleicht hat er einen Spitznamen oder einen Vornamen. Genau, man schreibt Alexa auf. Ja? Weil wir haben so viel Zeichen. Wie heißt dein Künstlername? TBS. Ja, genau, das schreibst du auf. Ja? Deswegen brauchen wir hinten den Namen, den Vollnamen von euch und vorne den Künstlernamen. Ihr seid ja als Künstler. Dann schreiben wir das da auf wieder. Wie ist dein Künstlername? Wer weiß, was mein Künstlername ist? Ha? Wer weiß das? Heimann. Ja, schon, das ist mein Name, aber. Ja, wieso weißt du das? Ha, hat er das wieder eingesagt? Ha? Schau. Genau. Also, ich mache schon 33 Jahre Kunst. Gell? Und früher, wie ich angefangen habe, da habe ich eben viel so in katholischen Kirchen und mit Jugendlichen gearbeitet. Und da haben die Jugendlichen, so wie ihr seid, so immer gesagt, boah, hätten wir mit dem Mönch wieder ein Projekt. So ist das entstanden. Und dann habe ich eine Aktionskunst gemacht, gehört das mal auch zwischendurch. Und dann ist dieser Name geblieben und den habe ich jetzt schon, ja, ich glaube 27 Jahre über den Künstlernamen. Gell? Und wenn man ja Künstler wäre jetzt, gell? Oder schon seid, dann braucht es auch einen Künstlernamen. Gell? Gell? Gut, da schreiben wir eben den Künstlernamen auf, gell? Und das Datum. Gell? Da schreiben wir dann auf, einfach die Jahrzahl. Gell? Einfach das dazu aufschreiben, dann wissen wir, oder ihr wisst dann in 10 Jahren an, das haben wir da in der Schule gemacht. Gell? Gut, so schaut das dann aus. Gell, mal? Und dann habt ihr da am Tisch Acrylfarben, ihr habt einen Bleistift, ihr habt einen Pinsel. Da ist ein Spachtel noch, ein Holzspachtel. Und den werden wir brauchen zum Spachtel. Das ist auch Plastik. Ja? Ich zeige euch vor jetzt, für was wir den brauchen. Wir starten dann gemeinsam, ja? Mit den Strichen. Jetzt schaut es zu. Ich stelle es ein bisschen auf, dass jeder sieht. Ja? Ich habe da eine Naturkohle, ja? Das ist eine Naturkohle, die brauchen wir als erstes. Und wir machen nachher gemeinsam, dann klatschen wir, dann macht ihr die Augen zu für 10 Sekunden. Ja? Und da denkt ihr einfach an euren Hund daheim, an die Eltern oder an die Lehrer. Und da sind wir ganz ruhig, ja? In die 10 Sekunden. Und nach den 10 Sekunden klatsche ich nochmal, macht die Augen auf und dann so schnell wie möglich eine Striche drauf. Ja, zeige ich das jetzt, gell? So, jetzt mache ich die Augen zu. So 10 Sekunden. Und das haben wir dann ganz ruhig. Und wenn ich die Augen aufmache, dann mache ich das so richtig ein bisschen aggressiv, so schnell und mit Kraft. Gell? Dann mache ich die Augen auf. Sofort! So. So schnell wie möglich in die Striche, dass der Kopf gar nicht mitkommt. Deswegen sage ich, hey, brauchen wir nichts denken. Ja? Das sind die ersten Striche, die brauchen wir als Hintergrund. Gell? Das schaut so cool aus. So, und dann, ich habe da Form da. Ich habe dann noch verschiedene Farben da, wenn es braucht. Da nehmen wir dann das Zähler her und geben wir 5 verschiedene Farben drauf. Gell? Nimmst die Spachtel, ja, und nimmst eine Grundfarbe, nimmst eine Farbe her. Dann nimmst du die Grundfarbe auf die Spachtel. Gell? Einfach die ganze Farbe drauf, das Rot. Und die Grundfarbe muss ich auch so schnell wie möglich drauf geben. Also
Ich zeige euch das jetzt mit der Sprache, die Form aufnehmen. Könnt ihr auch nicht aussuchen von den fünf Formen. Das ändert sich jeden Tag. Gell? Morgen nehme ich wahrscheinlich das Blau oder das Braun. Das ist immer verschieden. Über einen Monat durch, jeden Tag ein Bild gemacht. Gell? Und diese Farben ändern sich immer. Gell? Wie gesagt, einmal bin ich gut drauf, dann bin ich wieder randig, dann bin ich wieder nichts ausgeschlafen. Und dann nimmt man die verschiedenen Formen. Die nehme ich jetzt her. Ihr legt das dann her. Ich zeige euch nur so. Den Spachtel dann auf, ein bisschen so schräg halten und spachtel dann die Farbe ganz schnell drauf. Nicht nachdenken, einfach ganz schnell. Ja? Das ist einmal meine Grundfarbe. Das könnt ihr dann da einmischen, dann die restliche Farbe. Und dann nehme ich, hey, könnt ihr mal einschmieren. Ja? Ja. Und dann nehme ich das Blau und jetzt habe ich dann ein bisschen Zeit. Und ich kann mit der Spachtel. Das erste Bild, da nehmen wir nur die Spachtel. Ja. Und da nehme ich wieder das gleiche und ziehe einfach drüber. Und dann nehme ich die nächsten Formen. Dann nehme ich alle Formen her, was ich oben habe. So. Das ist unser erstes Bild. Ja. Und das kann ich natürlich dann größer auch machen, in einem Großformat. Dann habe ich halt große Spachtel und mehr Farben. Ja? Also ich zeige euch nur einmal, das ist eine Technik, es gibt ja viele. Ich zeige euch einmal eine, wie man das relativ schnell machen kann. Ja? Und es kommt trotzdem immer was raus, ja? Immer was Tolles. Jetzt halt vom Morgen, ja? Was sind wir morgen noch da? Ja, genau. Passt. So, jetzt Ruhe. Und jetzt so schnell wie möglich die Striche auf. Genau. Und dann kann ich Striche mehr nachmachen. Passt super. Ja? Genau. Das passt schon. Du kannst jetzt frei gestalten. Du kannst eine Landschaft machen oder du kannst die gleiche Technik selbstständig nochmal selber machen. Ja, ja. Und da kannst du auch die Kohle zum Hochzeichnen zum Beispiel verwenden. Da kannst du die Kohle zum Beispiel. Das ist ein Bärchen, oder? Ja, genau. Und jetzt probier noch ein bisschen größer. Ja, zwei Karten ist schon. Das geht nicht, ja? Dunkelblau. Nimmst einfach aus, oder? Dunkelblau. Achso, dann nimmst du. Wow. Unter dem Michi Leckermann und dann. Ja, probier jetzt einmal. Der andere hat einen Schwamm, der andere hat einen Pinsel, der andere nimmt die Spachtel und es entsteht immer was. Ja? Du machst wirklich ganz tolle Sachen. Oh, ich glaube, das kommt. Wie toll das ausschaut.